Hallo und herzlich willkommen bei meinem Knitting Translator Podcast. Heute mit einer richtigen schlechtes Wetterfrisur. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Wetter ist echt, naja, bescheiden, würde ich sagen. Und entsprechend sehen die Haare sofort nicht besonders präsentabel aus, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Eine kurze Vorstellung wie immer am Anfang. Ich bin Elona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, beides in einer sehr leidenschaftlichen und teilweise sogar besessenen Form. Außerdem bin ich Kursentwicklerin für Übersetzer und Übersetzerinnen und Autorin bisher in der Regel von Fachliteratur für Übersetzer und auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Ja, ich wohne in der Stadt, die es nicht gibt, in Bielefeld, wo sich die wunderschöne Sparrenburg befindet und bin eigentlich recht zufrieden hier in dieser Stadt. Wohne aber erst seit 4 Jahren wieder hier. Ich habe hier mal studiert, dann bin ich ganz lange in einer anderen Stadt ansässig gewesen, in meiner, ja, eigentlich meiner Lieblingsstadt in Deutschland, das ist Köln. Ich bin in meinem Herzen, glaube ich, Kölnerin. Aber Bielefeld hat mich sehr, sehr gut wieder aufgenommen und ich bin recht zufrieden und bleibe wahrscheinlich noch lange. Heute habe ich wieder einen theoretischen und einen praktischen Teil, beziehungsweise die praktischen Aspekte zeigen Beispiele für den theoretischen Teil. Und zwar ist mir vor ein paar Tagen im Gespräch mit einer guten Freundin, hallo Merit an dieser Stelle, aufgefallen, dass ich manchmal eine ganz, ganz, ganz unschlagbare Sparlogik habe, wenn ich besondere Garne einkaufe. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder so ähnlich geht vielleicht, aber bei mir ist das so, es gibt ja so ganz besondere Garne. Da, zum Beispiel handgefärbte Garne, es gibt ja erschwingliche und es gibt welche, die, ja, wie soll ich sagen, bezahlbar sind, aber trotzdem recht teuer. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn man diese Garne nur online sehen kann. Man erwartet, dass sie sehr gut sind und möchte sie auch unbedingt ausprobieren. Und man hat von allen nur Gutes über diese Garne gehört. Und die Farben sehen total toll aus. Aber trotzdem ist dann so ein Unsicherheitsfaktor, wenn man etwas nur online bestaunen kann und das dann bestellt, dass man vielleicht enttäuscht werden könnte und deswegen nicht so viel Geld ausgeben möchte. Und ja, manchmal auf der Suche nach besonderen Garnen oder einfach nur spontan stoße ich auf besondere Garne, wie zum Beispiel La Bien-Aimée oder andere Handfärber. Also La Bien-Aimée ist halt eine sehr bekannte Handfärberin aus Frankreich. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele andere. Ich werde auch ein paar noch nennen, weil ich ein paar Beispiele zeige von den Garnen, die ich habe, die ich in meinem Stash habe. Aber La Bien-Aimée erstmal als Beispiel. Ja, diejenigen, die von La Bien-Aimée schon mal etwas online bestellt haben, ohne vorher die Garne gesehen haben, werden sich vielleicht in meinen Überlegungen wiederfinden. Alle anderen vielleicht in den Überlegungen bezogen auf andere teure Garne. Und zwar, wenn ich dann so vor dem Internet sitze und mir eine wunderschöne Färbung anschaue, denke ich, okay, ich möchte das jetzt unbedingt haben. Ich bestelle jetzt mal, aber dann stellt sich die Frage, wie viele Stränge bestellt man? Bestelle ich einen Strang? Aber was soll ich mit einem Strang eines besonderen, teuren Garnes machen? Dann denke ich, ja, einen Pullover würde ich daraus schon gerne machen. Oder halt ein Oberteil, also etwas Großflächiges, wo das Garn auch zur Geltung kommt. Dann müsste man eigentlich für meine Größe, also ungefähr 38 plus minus, je nachdem welchen Schnitt man strickt und wie viel Mehrweite man haben möchte, reicht ein Strang halt natürlich nicht aus. Müsste man eigentlich 3 Stränge nehmen. 3 Stränge sind dann aber zu teuer. Oder
Die Überlegung ist, das Garn wird dann so teuer, dass sich das vielleicht nicht unbedingt lohnt. Ja, vor allem, weil es die Gefahr gibt, dass man auch enttäuscht wird von der Färbung. Also lande ich bei der Überlegung, okay, dann bestelle ich zwei Stränge und dann, ja, dann lege ich sie halt in den Warenkorb, denke noch ein paar Tage drüber nach, gucke immer wieder drauf und wenn ich nach, keine Ahnung, nach einer Woche immer noch dieses Garn haben möchte, dann bestelle ich. Natürlich nicht jedes Mal, aber manchmal. Ja, und auf diese Weise habe ich in meinem Stash, ja, hier so drumherum, einige oder zumindest mehrere Strangpärchen liegen von besonderem Garn, aus dem ich, ja, irgendwas stricken möchte. Und wenn ich sie mir dann so angucke, dann frage ich mich, was könnte ich denn draus stricken, sodass das Garn tatsächlich zur Geltung kommt und auch ja, zweckadäquat eingesetzt wird. Und mit diesem Gedanken entstand die Idee, diese Folge zu machen. In dieser Folge wird es also vorwiegend darum gehen, was mache ich mit zwei Strängen eines besonderen Garnes. Dabei habe ich mir ja, ein paar Regeln quasi überlegt, nach denen ich vorgegangen bin. Ich kann, also das Ganze ist natürlich total subjektiv, ja, also die ganzen Videos, meine Projekte, die ich zeige, sind logischerweise immer subjektiv. Ich wähle sie für mich aus, stricke sie selbst und so weiter. Und deswegen werden nicht meine Empfehlungen, sondern meine Beispiele nicht für alle greifen. Aber ich möchte das auch transparent machen am Anfang, so dass diejenigen, die dann nichts damit anfangen können, auch ja, wissen, okay, dass Ilonas Überlegungen bringen mich jetzt nicht weiter. Deswegen setze ich quasi ja, die Regeln hier am Anfang schon mal fest, beziehungsweise erkläre sie, nach welchen Regeln ich mir die Projekte ausgesucht habe. Ja, im Vordergrund stand für mich also die Frage, was mache ich mit zwei Strängen eines Fingering Weight Garnes, also Sockenstärke, ungefähr 366 bis 400, 420 Meter pro 100 Gramm. Ich bin auch davon ausgegangen, dass es dabei um besondere, in der Regel handgefärbte oder eigentlich in diesem Fall jetzt tatsächlich nur handgefärbte Garne geht, die ich bereits da habe. Ein paar von ihnen zeige ich auch, damit ihr auch eine Vorstellung habt, was ich so im Kopf hatte, als ich nach Projekten geguckt habe. Dann bin ich davon ausgegangen, dass wenn es um Pullover zum Beispiel oder Oberteile geht, dass es um Größe 38, 40 geht, ja, und alles darunter, weil alles darunter würde natürlich metertechnisch auch dazu passen, aber unter Umständen nicht darüber. Also teilweise würde das passen. Bei bestimmten Modellen funktioniert das natürlich also für größere Größen. Aber ich bin bei der Suche von Größe 38, 40 ausgegangen. Ich habe natürlich auch versucht, nicht alle möglichen Projekte für diese Garnlänge auszuwählen, sondern nur Projekte, wo ich denken würde, okay, diese würde ich tatsächlich auch stricken. Ja, also diese gefallen mir. Im Grunde handelt es sich hier um eine Auswahl aus meiner Favoritenliste auf Ravelry. Und da habe ich dann geschaut, okay, was passt von der Garnlänge her und was könnte vielleicht für andere auch interessant sein. Und so habe ich aus meinen Favoriten und aus meinen bereits gekauften Anleitungen auf Ravelry ein paar sogenannte Bündel in meinen Favoriten gemacht, in denen ich diese Projekte gesammelt habe. Ja, so dass ihr, wenn ihr bei Ravelry bei mir reinguckt, ich weiß jetzt nicht, ob man das ohne Freundschaftsanfrage machen kann oder nicht. Ich denke schon, das ist alles ja öffentlich. Insbesondere wenn man angemeldet ist, dann kann man bei anderen auch in die Favoriten gucken. Ja, deswegen habe ich das in den Favoriten in so Bündel gesammelt und findet ihr dann halt alle möglichen verschiedenen Bündel, nach denen ich mich orientiere, plus extra Bündel für diese Folge. Und das sind Bündel Two Skeins Fingering, also zwei Stränge Fingering oder Sockenwolle, Sockenwollstärke oder Wolle in Sockenwollstärke.
Dann Two Skeins Fingering plus Silk Mohair. Und dann das gleiche nochmal mit One Skein Fingering und One Skein Fingering plus Silk Mohair. Genau, da sind die Ergebnisse meiner Überlegungen und meiner ja, kurzen Recherche gesammelt, sodass ihr auch schauen könnt, was davon vielleicht interessant wäre für euch. Was wollte ich dazu sagen? Genau, ich habe zwar Silk Mohair angegeben in den beiden Bündeln, aber teilweise oder in den meisten Fällen kann man ja Silk Mohair als Beilaufgarn durch Suri Alpaka mit Seide. Nee, Suri Seide, genau, das ist Suri Seide, also quasi Seide mit Alpaka, also Suri Alpaka ersetzen, so dass diejenigen, die nicht gerne mit Mohair stricken, das halt mit einem anderen Beilaufgarn durch ein anderes Beilaufgarn ersetzen können. Es ist halt nur in meinem Fall meistens Silk Mohair, deswegen habe ich das auch so genannt. Genau, meine Ravelry-Favoritenliste werde ich auch in der Beschreibung verlinken, so dass ihr nicht lange suchen müsst. Aber grundsätzlich, ich bin im Strickkontext überall unter Nafamante mit V zu finden. Ach, vielleicht erkläre ich auch, wo mein Name eigentlich herkommt, also mein Strickpseudonym. Der hat nämlich eine Verbindung zu meiner Heimatstadt, beziehungsweise zu meiner Geburtsstadt vielleicht, weil als Heimatstadt habe ich diese Stadt zwar sehr lange angesehen, aber ich habe dort insgesamt vielleicht 5 Jahre meines Lebens verbracht und das auch nur ja, verteilt auf alle meine Lebensjahre bisher, so dass ich glaube, das würde jetzt nicht unbedingt als Heimat zählen, aber für mich ist das die Stadt, wo ich mich heimisch fühle, obwohl ich da nicht so viel Zeit verbracht habe. Das ist Tallinn. Und Nava Mante heißt eigentlich die Straße, in der meine Eltern ja, gelebt, gewohnt haben, als ich geboren wurde. Also ist quasi meine Geburtsstraße. Und ich habe den Namen genommen und abgewandelt, weil eigentlich schreibt sich Nava Mante mit Doppel-A und Doppel-E. Estnisch ist eine Sprache mit ganz vielen Vokalen. Und um das Ganze weniger fehleranfällig zu machen, aber trotzdem erkennbar, wiedererkennbar zu machen, habe ich das halt als Namen und zusammengeschrieben übernommen. Grundsätzlich wird das aber getrennt geschrieben. Also Narva Mante gibt es tatsächlich als Straße in meiner Heimatstadt Tallinn in Estland. Ja, dann legen wir los, würde ich sagen, mit den Projektempfehlungen bzw. einfach nur Projektnennung. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes für euch dabei, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein bisschen Unterhaltung. Darauf hoffe ich sehr, dass es ein bisschen Unterhaltung ist. Ich schiebe mich mal ein bisschen in die andere Richtung. Nach links müsste das sein, wenn man das von der anderen Seite guckt, damit ich hier auch immer wieder Fotos einblenden kann, beziehungsweise Screenshots. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich mir als erstes angeschaut habe, was kann ich mit 2 Strängen eines Garnes stricken in Sockenwollstärke? Also wirklich so 366 bis 400 Meter eher oder eher so 400 Meter plus minus ein paar Meter. Und diese werde ich dann auch ein bisschen ausführlicher vorstellen oder beschreiben oder nennen. Und die anderen immer wieder mal nennen, aber nicht ganz so detailliert drauf eingehen, sonst wird das Video viel zu lang. Und ihr könnt euch, wenn ihr Interesse habt, halt auf Ravelry anschauen, um welche Projekte es geht, also was ich da zusammengesucht habe. Das sind auch bei den Kategorien mit einem Strang viel weniger Projekte. Ich werde das wahrscheinlich immer wieder befüllen, sodass ihr immer wieder drauf gucken könnt, wenn ihr wollt. Aber so im Fokus heute sind Projekte, für die man ungefähr 2 Stränge braucht. Also ungefähr heißt nicht ein bisschen mehr, sondern 2 oder weniger, damit wir, ja, damit die ganze Sache auch ihr Zweck erfüllt. Ja. Am Anfang zeige ich aber die Garne, um die es mir ging, also die ich im Kopf hatte, um, ja, und die eigentlich diese Frage aufwerfen, was mache ich mit diesen 2 wunderschönen, mit den jeweils 2 wunderschönen Strängen, die zu teuer sind, um Socken draus zu machen.
gucke mir Projekte wie Socken oder Handschuhe nicht an, weil beide Arten von Strickstücken ja, sagen wir mal, vergänglich sind oder recht schnell vergänglich sind. Und deswegen, und es wäre zu schade, daraus, also aus solchen Garnen Socken zu stricken. So, dann gucken wir uns mal die Garne an. Ich fange mit weniger spektakulärem Garn, aber trotzdem sehr schönem Garn an. Und zwar sind das diese beiden Stränge. So, das sieht so aus. Ist fast ein Strang runtergekullert. Den muss ich mal weglegen. Sind die nicht schön? Die sind von The Colored Cat, steht hier. Und das ist normalerweise Merino. Wo steht das? Genau, Superwash Merino Wool, 100 Gramm, 365 Meter Fingering, Perfect Twisted und die Färbung heißt Vintage Lace. Und ja, also das hat mit Lace Weight nichts zu tun. Jetzt muss ich das mal, genau, das muss ich mal wieder einwickeln. Das hat auch so einen Vintage Touch. Ich mag auch Vintage Mode sehr, sehr gerne. Dazu wird es auch eine Folge geben. Ja, das ist einfach nur wunderschön. Sieht sehr natürlich, die Übergänge sind sehr, die Farbübergänge sind sehr harmonisch. Es ist einfach nur ein sehr schönes Garn. Und hier stellt sich natürlich umso mehr die Frage, was mache ich daraus für ein, ja, muss ich mal schauen. Das ist also ein Garn, in Summe sogar weniger als 800 Meter. Dann habe ich hier noch dieses Garn. Das ist von Hook & Light. Soweit ich weiß, gibt es sie nicht mehr. Jedenfalls habe ich das letztes Jahr gesehen, dass sie wohl schließen. Vielleicht checke ich das mal kurz. Die Internetseite gibt es nicht mehr. Nein. Genau. Und an diese Wolle habe ich über eine ehemalige Kollegin, die Engländerin ist und die hier in Bielefeld gearbeitet hat und natürlich immer wieder ihre Familie in England besucht hat und dann um Versandkosten und Zoll zu sparen, habe ich das Garn an sie bestellt nach England und als sie dann zurückgekommen ist aus ihrem Urlaub, hat sie mir das Garn mitgebracht. Und das Besondere hier ist, das ist 100% Blueface Lester, Non-Superwash, 100 Gramm sind 400 Meter und das ist natürlich gefärbt. Ja, das ist warm, dünn, sehr drapey, also sehr fließend im Gestrick, aber auch leicht und ja, einfach mit wunderschönen Farben. Also hier ist alles so ein bisschen dabei. Das ist also das zweite Garn. Und dann die besagte La Bien Aimée. Von ihr habe ich das hier. Man sieht bei mir, okay, beige und grau wiederholen sich immer. Und gut, die anderen, so dieses purpur, lila, violett, ein bisschen gelblich, violett und so. Genau, hier ein bisschen gelb. Das taucht natürlich immer wieder so als Speckles oder als, ja, so Bereiche, gefärbte Bereiche auf. Das ist jetzt nicht so meine Präferenz, aber das gibt natürlich was Besonderes dem Garn und das nehme ich in Kauf. Vorwiegend interessieren mich aber diese rosa, grau, dunkler, heller grau und weiße Bereiche. Ja, wenn das mal im Garn zusammenkommt, dann ist das schon mal für mich ein schönes Garn eigentlich. Und ja, also hier La Bien Aimée. Das Garn nennt sich Twist Nouveau, 400 Meter auf 100 Gramm, auch 100% Non-Superwash Merino und die Farbe heißt Fiori. Das habe ich direkt aus ihrem Online-Shop bestellt, aus Frankreich. Da muss man ja keinen Zoll zahlen, da sind die Versandkosten
wirklich sehr vertretbar. Nur das Garn kostet halt mehr als diese beiden anderen, die ich vorhin gezeigt habe. Fühlt sich sehr schön an. Nicht so quietschig, wie sonst sich Superwash Garn anfühlen kann. Ja, ich finde, das sind besondere Garne. Und was kann man nun draus machen? Erstens kann man Tücher draus stricken. Es gibt sehr viele Anleitungen für Tücher in Sockenwollstärke. Eine davon ist Salt and Timber, also ein Tuch, das ich schon stricke gerade. Jetzt muss ich mal gerade schauen nach der Anleitung. Die Anleitung ist aus diesem Buch, Salt and Timber. So heißt auch das Tuch, das ich stricke. Und das ist dieses hier. Und dazu habe ich auch schon beziehungsweise ich habe in einer Folge darüber schon erzählt. Ich bin nicht besonders weit gekommen. Ich hatte, also in der Folge, wo ich dieses Tuch schon mal vorgestellt habe, habe ich erzählt, dass ich tatsächlich angefangen habe, das Tuch mit Fingering Weight Garn zu stricken. Das ist dieses hier von Kiez Garn. Von Kiez Garn, aber ich verlinke die Folge vielleicht am besten, wo alles genannt wird. Und das wird mit 5 mm Nadeln gestrickt. Gestern habe ich entdeckt, erstaunlicherweise, dass auf Ravelry 4 mm angegeben sind. Ich habe das mit 5 angefangen, im Buch steht 5. Kurzer Gegencheck. Ja, 5 mm. Auf Ravelry steht 4. Aber gut. Also, ich habe in dem Video schon erzählt, dass ich eigentlich angefangen habe, genau nach der Anleitung mit der 5 mm Nadel zu stricken und nur dieses Fingering Weight Garn zu nutzen. Das war für mich aber zu durchsichtig, zu große Maschen sozusagen für die Stärke der Wolle. Also habe ich persönlich ein Beilaufgarn hinzugenommen, das ist ein Silk Mohair, also ein Seidenmohair von Ito. Und das verlinke ich alles, beziehungsweise da sieht man in meinem Ravelry-Projekt, in meinem Ravelry-Projekt, das ist dieser Ito Sensei. Das habe ich dazu genommen. Das heißt, das ist ein Beispiel sowohl für ein Projekt aus zwei Fingering-Weight-Garnen ohne ein Beilaufgarn oder halt mit einem Beilaufgarn. Und im Moment sieht mein Gestrick so aus. Moment, das ist natürlich mitten in der Reihe. Sieht so aus. Ich finde das schön und das ist auch schön kuschelig, weich und mit sehr viel Flausch versehen. Soll aber auch ein Wintertuch werden, also ein Sommertuch. Ja, ein Sommertuch brauche ich einfach nicht. Das ist also ein Beispiel für ein Tuch. Dann kann man Mützen und Halswärmer ohne Ende daraus machen, natürlich. Normalerweise braucht man ja für eine normal große Mütze für einen Erwachsenen 100 Gramm Fingering Weight Wolle und für einen Halswärmer oder so ein Kaul, Hals- und Brustwärmer kann man auch gut mit einem 100 Gramm Strang machen. Ich zeige auch hier, ich glaube, das waren 200. Genau, es geht auch um 200 Gramm. Und zwar habe ich hier nicht aus einer sehr besonderen Wolle, also eigentlich aus ganz normaler kommerzieller Wolle gestrickt, aber hier sind, ich glaube, auch 200 Gramm. Das ist so ein Halswärmer. Muss ich mal schauen, wie der heißt. Die Anleitung ist von Hochi Locatelli und das ist Three Color Cashmere Kaul. Ja, das ist auch in dem entsprechenden Bündel drin und das ist ohne Silk Mohair. Ich habe das jetzt tatsächlich aus Sockenwolle gemacht und zwar Regia Premium Krönchenwolle. Ja, davon habe ich zwei Farben. Diese beiden sind Regia Premium Yak. Das ist auch hier aus diesen beiden Garnen und das auch. Und das ist eine andere Wolle, die ist in meinem Ravelry-Projekt verlinkt, die habe ich jetzt leider nicht hier. Das ist so Farbverlaufsgarn bzw. Self-Striping, also selbststreifende Wolle. Genau, das ist auch
sehr, sehr gut möglich, aus so spezieller Wolle, gerade so als Halswärmer, kommt das auch gut zur Geltung. Man trägt das halt immer am Gesicht. Ich glaube, das kann man gut daraus machen. Dann kann man natürlich immer Kurzarmpullis aus so zwei Strängen machen, in meiner Größe, in den Größen darunter oder halt auch teilweise in größeren Größen, je nachdem, wie kurz die Ärmel sind und wie das Ganze oder wie eng das Ganze anliegt, wie viel Spielraum sozusagen am Körper noch möglich ist oder gewünscht ist oder wie eng anliegend sowas ist. Das kann man daraus auch machen. Dafür habe ich auch ein Beispiel und zwar Cumulus Tee von Petit Knit. Habe ich zwar nicht aus so einem besonderen Garn, sondern wieder aus Sandnes Garn Tinline. Das ist ja, das hat Baumwolle, Viskose und Zelluloseleinen, Flachs. Also kein echter Leinen, vermutlich. Ich bin, was Faser, was so, solche Fasern angeht, echt kein Experte. Alles andere als ein Experte. Steht Leinen, zellulose Leinen. Ich bin verwirrt, aber auf jeden Fall reichen 200 Gramm. Ich habe hier für dieses Strickstück, das ist wirklich sehr drapey, das ist ein Sommerhemd, sehr, sehr locker sitzend an mir. Ich brauche darunter normalerweise, oder ich ziehe darunter normalerweise ein T-Shirt, also so ein Trägershirt an. Aber ansonsten ist das super für den Sommer. Oder man kann auch ein Bikini drunter tragen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön für auch heiße Sommertage, weil das halt so, so locker und fließend ist. Und dafür habe ich 165 Gramm gebraucht von diesem Garn. Und das waren auf jeden Fall, also gut, weniger als 200 Gramm. Und wie viele Meter? Das schaue ich gleich mal. 748 Meter, also knapp 750 Meter, unter 800 Meter. Und das ist wirklich sehr weit an mir. Das würde auch für jemanden, der etwas größer ist als ich, passen. Oder ja, locker. Das würde locker auch für größere Größen funktionieren. Dann kann man daraus natürlich Pullover, also kann man aus zwei Strängen Pullover mit Dreiviertel oder mit Dreiviertel Ärmel oder mit normal langen Ärmeln stricken. Und ich bin gerade dabei, einen zu stricken. Ich musste doch vor kurzem, also gestern, beziehungsweise vorgestern habe ich den ersten Versuch unternommen und gestern musste ich das nochmal machen, weil das zu eng war. Ja, also ich habe wieder was angeschlagen. Und dabei geht es aber tatsächlich um ein Experiment. Ich möchte jetzt überprüfen, ob die angegebene Garnlänge, beziehungsweise ob ich ein Pullover für mich mit langem Arm aus 200 Gramm Fingering Weight Garn stricken kann. Hierbei geht es um den Marilyn Turtleneck von Fable Knitwear. Genau, und das werde ich dann hier einblenden, wie das aussehen soll, wie der Pullover aussehen soll. Und man sieht, er ist sehr eng anliegend, wie so ein ja, langärmeliges Hemd im Prinzip, dünn und eng anliegend, aber halt aus Wolle. Wird aber aus Fingering Weight Wolle gestrickt und für meine Größe, ich stricke Größe M, für meine Größe braucht man nach Angaben in der Anleitung genau 200 Gramm Fingering Weight. Ich verwende kein Fingering Weight Garn, sondern, beziehungsweise, ich muss mal zusammenrechnen, ich verwende dieses Garn. Das ist Loch Lomond von Bissi Garn. Organische Wolle, 300 Meter auf 100 Gramm. Also das sind 50 Gramm Stränge und ich habe 8 Stränge davon gekauft. Das ist recht erschwinglich für die Qualität. Ich finde die Qualität sehr gut. Ich habe aus diesem Garn, aus einer, also so schwarz meliert, für meinen Vater eine Mütze gestrickt. Und nach dem Waschen ist das Garn so, hat sich so schön verändert, dass es noch weicher geworden und hat so, ist so aufge,
ja, so ein bisschen aufgegangen und so, dass eigentlich keine Lücken zwischen den Maschen oder in den Maschen zu sehen sind. Und das aufgeflufft, das ist sehr schön, das Gestrick ist sehr schön geworden. Das hoffe ich bei dem Pullover auch. Und ich bin nicht besonders weit. Ich habe nur diesen Turtleneck, also den Kragen gestrickt und müsste oder hätte gestern Abend zum Raglan-Bereich übergehen müssen. Und ach ja, genau, und die zum Formen des Rückens mit verkürzten Reihen, und dafür war ich so müde gestern Abend. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Genau, aber so sieht das bisher aus. So ist es so, ja, Tweedgarn mit so Tweedteilen in anderen Farben, und auch selbst ist das Garn nicht solide gefärbt, also nicht monoton, sondern hat so hellere und dunklere Stellen oder Übergänge und halt so, ja, orange, pink, nee, nicht pink, so orangene Teilchen von einem anderen Garn ist es ja beim Tweed. Bei mir ist das die Farbe 19. Genau. Das kann ich noch dazu sagen. Ich stricke. In der Anleitung ist angegeben, dass man die Bündchen oder das Rippchenmuster mit 3,5 Nadel strickt und den Rest mit 4. Ich habe tatsächlich vorgestern angefangen und mit 3,5 den Kragen gestrickt. Ich habe den gerade so über den Kopf bekommen. Das war mir zu eng. Ja, das würde mich wahrscheinlich hier am Hals einengen. Also habe ich gestern direkt mit 4 angeschlagen und mit 4 gestrickt. Und ich hoffe, das wird dann so auffluffen nach dem Waschen, so dass das gut aussieht. Und den Rest stricke ich wahrscheinlich auch mit 4. Ich wollte auch ursprünglich, dadurch, dass ich mit dem dickeren Garn stricke, wollte ich eigentlich eine Größe kleiner stricken. Aber meine Erfahrung mit 3,5 Nadel und dem Kragen zeigt, dass ich das nicht machen sollte. Ich glaube, die Helen heißt sie, glaube ich, die, also Fable Knitwear, ist eigentlich Helene, eine norwegische Designerin. Jetzt finde ich den Namen gerade spontan nicht. Helene Arnesen. Sie entwirft sehr, sehr, sehr schöne Modelle. Alle im Vintage-Style oder alle im Vintage-Stil. Sehr viele eng anliegende Modelle, und ich wollte jetzt mal was eng anliegendes tragen. Ich habe ja normalerweise so breitere Pullover gestrickt jetzt die letzten Monate, aber irgendwie war mir jetzt danach, erstens zu überprüfen, ob man aus 800 Metern ein Pullover für mich stricken kann mit langem Arm, und einfach mal was Schöneres stricken, also etwas, ja, was einem bestimmten Stil zugeordnet werden kann, vielleicht. Gut, genau, das war dieses Design. Leider sind die meisten oder einige dieser Anleitungen, die ich jetzt erwähne, doch nur in Englisch, beziehungsweise in Englisch und einer anderen, nicht deutschen Sprache. Ja, das lese ich nicht vermeiden. Die meisten Anleitungen werden, glaube ich, in Englisch publiziert. Das ist leider so. Aber beim Hinzufügen von Anleitungen in meinem Bündel auf Ravelry habe ich schon darauf geachtet, dass da auch deutschsprachige Anleitungen mit dabei sind. Und zum Beispiel oder fast alle Anleitungen von Petit Knit gibt es ja auch in Deutsch. Ja, von daher ist das, glaube ich, ganz gut. Und die letzte Projektart, die ich noch nennen möchte, die man mit Fingering oder mit Sockenwolle, sage ich jetzt mal, oder mit Garnen in Sockenwollstärke stricken kann, sind Tröcke. Ja, das ist etwas, was man vielleicht am seltensten oder mit am seltensten strickt, aber es gibt Röcke oder Anleitungen zum Stricken von Röcken, und ich habe eine auch hinzugefügt auf Ravelry bei mir in den Favoriten, und das ist der West Village Skirt von Selma Incesulu. Sie hat auch einen YouTube-Podcast in Englisch. Sie lebt, ich glaube, sie ist ursprünglich aus Finnland, lebt aber in Kanada und macht auch einen sehr, 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 sehr schönen Podcast. Gucke ich auch sehr gerne. Und sie hat, soweit ich das verstehe, einen Rock
eine Rockanleitung entworfen und die gibt es zu kaufen über Ravelry in Englisch. Ja, ein sehr einfacher Rock, den man aus jedem Garn stricken kann und soweit ich das überblicken kann, beziehungsweise man kann den Rock aus jedem Garn stricken und in, ja, quasi in einer beliebigen Länge machen. Und auf die, so kann man auf jeden Fall natürlich aus Fingering Garn stricken und ja, als Länge entweder einen Strang oder zwei. Ein Strang ist vielleicht zu kurz für meine Größe. Oder halt zwei Stränge für einen etwas längeren Rock nutzen. Genau, das waren Projekte, die man aus zwei Strängen eines Fingering-Garns stricken könnte. Die meisten dieser Projekte kann man natürlich auch aus zwei Strängen eines Fingering-Garns plus ein Beilaufgarn stricken. Dann werden sie halt flüffiger, etwas größer und wärmer. Und deswegen ist es auch besser möglich, ein Pullover mit langen Ärmeln zu stricken, wenn man halt ein Beilaufgarn noch dazu nimmt. Und da möchte ich auch ein paar Projekte nennen. Das sind Projekte, die ich tatsächlich, beziehungsweise eins davon, möchte ich unbedingt stricken. Bei dem zweiten bin ich mir noch nicht sicher. Das ist auch wieder nicht meine Länge. So, und zwar eins der Projekte ist Love Note. Ein Foto blende ich ein. Das strickt man bis Größe, so ungefähr bis Größe L für einen Erwachsenen mit Dreiviertelarm kann man das aus 200 Gramm Fingering Weight Garn plus Silk Mohair oder Suri Alpaka stricken. Das wird auch mit recht großen Nadeln gestrickt und das ja, dieses Lace Muster hier an der Rundpasse ist natürlich wunderschön. Kann man sehr, sehr gut, je nachdem halt, was man drunter trägt, auch wirklich zu feierlichen Anlässen schon fast tragen. Je nachdem natürlich, welches Garn man nimmt, aber wenn man Labienemi nimmt, dann muss man ja zu feierlichen Anlässen gehen. Und was man noch gut machen kann aus zwei Strängen plus ein Beilaufgarn, damit es wärmer ist, sind die Westen. Ja, da kann man noch bis einer größeren Größe kommen. Ein paar Westen Anleitungen habe ich auch hier hinzugefügt in meinen Projekten. Ich gucke gerade, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, was ich eigentlich zeigen wollte. Nein, habe ich noch nicht. Ja, genau. Und da gibt es auch ein paar Westen. Die Weste, die mir besonders gefällt, ist zum Beispiel die Newport Weste von Emily Lewis. Zeige ich auch hier. Sie ist sehr, sehr elegant. Ja, ich lasse mich ja immer gerne anstecken von Bildern auf Ravelry oder auf Instagram und das sieht halt wirklich sehr schön aus, gerade mit dieser Bluse, die sie anhat. Das ist einfach nur schön und da kommt man auf jeden Fall recht weit größentechnisch mit 200 Gramm Sockenwollstärke. Genau, die Weste, die mir noch gefällt, ist die Olive's West von Knitting for Olive. Die gibt es sowohl als eine Ausführung für Erwachsene als auch für Kinder. Und die kann man auch auf jeden Fall aus zwei Strängen plus Beilaufgarn stricken. Oder halt aus einem dickeren Garn. Ja, aber wir sprechen ja über Fingering Weight heute. Genau, das wäre es für was Erwachsenenprojekte angeht oder was Erwachsenenmodelle angeht. Was man natürlich mit zwei Fingering Weight Strängen machen kann, plus oder ohne, also mit oder ohne Beilaufgarn, ist natürlich die Kinderkleidung. Für Kinderkleidung braucht man logischerweise immer weniger oder meistens weniger, je nachdem natürlich, wie alt die Kinder sind und wie groß sie sind, aber bis zum Alter von 10 Jahren ungefähr braucht man ja deutlich weniger Garn. Und dann, ja, dann werden die Kinder plötzlich groß, glaube ich. Meine Tochter ist unter 10. Ich befürchte, sie wird mit 12 größer sein als ich, aber gut. So ist das in der modernen Welt. Ja, Kindersachen. Da werde ich jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Ich habe ein paar Kinderanleitungen bzw. Links zu den Anleitungen in die entsprechenden Bündel reingetan auf Ravelry und möchte eigentlich nur ein Beispiel zeigen und darüber sprechen. Und zwar ist das bei mir ja in der Familie, dass meine Tochter die gleichen Strickstücke haben möchte, die ich für mich gestrickt habe. Und ja, man kann sich vorstellen, dass bei weitem nicht alle Designer Strickstücke
für Erwachsene und genau die gleichen für Kinder entwickeln. Oder bei weitem nicht jede Strickanleitung ist so ja, entworfen worden, dass man für Kinder und Erwachsene halt alle Angaben bekommt. Das heißt, ich stehe ganz häufig so vor der Wahl. Entweder überlege ich mir, rechne alles runter, dass es für meine Tochter passt, oder ich mache was anderes. Ich habe irgendwann ja quasi eine kleine Entdeckung für mich gemacht und habe mich für sehr schlau gehalten, dass die Strickanleitungen für Erwachsenen Strickstücke, die zum Beispiel für dickeres Garn geschrieben sind, also DK-Garn, also zum Beispiel 200 bis 250 Meter pro 100 Gramm. Wenn man sie mit dünnerem Garn, mit dünneren Nadeln strickt, dann bekommt man so meine Überlegung, ein korrektes Strickstück in einer kleineren Größe als die kleinste, die in der Anleitung angegeben. Das habe ich getestet und das funktioniert. Und zwar habe ich ein Pullover für mich gestrickt. Das war Braids of Grass von Albina McLaughlin. Diesen Pullover habe ich, gibt es nur für Erwachsene, soweit ich. Steht Größe. Größe 1 ist 87 cm Brustumfang. Genau, eindeutig zu groß für meine Tochter im Moment. Und aber das. Also ich habe den Pullover für mich gestrickt, der ist wunderschön. Der ist einfach nur richtig, richtig, richtig schön. Ich mag ja auch Zöpfe sehr, sehr gerne. Und meine Tochter wollte natürlich genau den gleichen Pullover haben. Für Erwachsene wird er in Aran-Stärke gestrickt. Ich habe in DK-Stärke gestrickt und das funktionierte wunderbar. Auf Ravelry findet man auch die Beschreibung des Projektes. Und dann habe ich halt für meine Tochter diese Idee angewandt, dass ich ein Fingering-Weight-Garn genommen habe und daraus genau diesen Pullover in der kleinsten angegebenen Größe gestrickt habe, also in Größe 1. Und wir haben das bekommen. Das sind weniger als zwei Stränge von ähnlichem, also von quasi diesem Garn, nur in einer anderen Färbung. Ich habe früher noch von diesem Anbieter, den es leider nicht mehr gibt, von dieser Färberin oder diesen Färbern, ich bin mir auch nicht sicher, wer das genau war, ich habe von denen entweder in dem gleichen, beim gleichen Mal mehr bestellt, ja, doch habe ich. Mein Gedächtnis. Genau, ich habe fünf Stränge bestellt von diesem, von Hook and Light. Diese zwei, dann diese zwei und noch einen, weil es den halt nur einmal gab. Genau. Und das ist auch ihre Färbung. Und das ist, also ich habe nichts alterniert. Ich stricke meistens auch bei handgefärbten Garnen meistens so, dass ich einfach nur, wenn ein Strang zu Ende ist oder ein Knäuel zu Ende ist, dann setze ich einfach den nächsten an und stricke weiter. Und hier geht das auf jeden Fall wunderbar auf. Ja, hier. Ja, und was ich meine mit Braids of Grass, das sind diese Zöpfe, die direkt am Kragen anfangen, die quasi den Kragen bilden und dann wird zwischen den Zöpfen zugenommen für für die Passe, für die Rundpasse. Und dann gibt es noch, ja gut, wurde viel getragen, also pilt ein bisschen, ist ja BFL, also Blue Face Lester. Und am Ende gibt es auch noch so kleine Zopfelemente, die dazu führen, dass die Ärmel und ja, hier muss man auf jeden Fall entpillen und das Bündchen unten am Körper auch so ein gewisses Etwas bekommen. Ja, und das habe ich nach einer Erwachsenenanleitung, aber in deutlich dünnerem Garn gestrickt als angegeben. Und da bin ich total glücklich, dass ich diese Methode für mich entdeckt habe. Dass öffnet mir natürlich ungeahnte Möglichkeiten, was Stricken ja, in verschiedenen Größen angeht. Das gibt es ja, also dieses Stricken mit dünnerem und dickeren Garn und dickeren, dünneren Nadeln innerhalb eines Strickstücks gibt es ja auch als Methode bei einzelnen Designern. Das finde ich auch interessant. Das werde ich wahrscheinlich auch bei irgendeinem Strickstück ausprobieren. Ich glaube, ich habe alles gesagt für heute. Ich werde
heute nicht darauf eingehen, was ich sonst noch stricke. Ich mache ein bisschen Gespräch quasi, also so ein bisschen erzählen darüber, was so die letzten Tage stricktechnisch bei mir passiert ist. Ich habe die letzten Tage ein bisschen mit mir, ja, nicht gekämpft, aber Schwierigkeiten gehabt, mich zu konzentrieren und das Strickstück zu finden, das mich am meisten fesselt. Ich habe immer noch sehr, sehr viele, ja, Strickarbeiten, sage ich mal, oder Strickprojekte, die noch nicht fertig sind und die ich fertigstellen möchte. Und ich habe mir eins rausgegriffen und dachte, den stelle ich schnell fertig. Dazu habe ich auch angefangen, ein Video aufzunehmen, also sozusagen um Work in Progress zu zeigen, also wie es ausgesehen hat, wie es dann später wird und so weiter. Dieses Video werde ich vielleicht weiter aufnehmen oder ich weiß nicht genau, was ich damit mache. Das Problem bei diesem Strickstück ist, das ist sehr groß. Das soll eigentlich ein Mantel werden, ganz spontan. Und ich bin gerade am Anfang des Mantelrocks, ja, also des unteren Teils des Mantels. Das dauert noch lange, bis ich fertig bin. Also so ein knielanger Mantel soll das werden. Das ist meine Lieblingslänge bei Manteln. Und das strickt sich recht langsam. Also das ist physisch herausfordernd zu stricken. Ich stricke aus zwei Strängen Plotulopi und einem Strang Silk Mohair. Und die Nadelstärke ist 5,5, glaube ich. Das ist irgendwie anstrengend, physisch. Ja, für die Hände ist das recht anstrengend. Ich komme also nicht weit, wenn ich am Stück was stricke. Dann dachte ich, okay, dann brauche ich als ein zweites aktives Projekt etwas, was leicht von der Hand geht. Und ich habe halt sehr viele. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, bis ich wieder, was denkt ihr, bis ich wieder etwas gefunden habe, wo nur die Ärmel zu Ende gestrickt werden müssen. Und an dem Projekt arbeite ich jetzt auch. Jetzt habe ich das Projekt geholt. Das ist in so einer schönen Sostrene Grene Tasche. Die sind ja oft sehr günstig und sehr praktisch. Ja. Um jetzt halt einfach zu zeigen, was ich für eine Tasche habe. Und das ist mein Projekt. So. Das ist hinten. Das ist also der Kragen. So ein Stehkragen. Auch relativ kurz. Und aus einem Tweedgarn und soweit bin ich bei einem Ärmel. Aber das ist sowas wie abgeschnittene Schulter, heißt das. Also die Schulter endet quasi bei mir eigentlich hier, aber es geht noch weiter. Also das hängt dann so runter, also Drops Shoulder auf Englisch. Genau, das wäre der zweite Ärmel, den ich noch komplett stricken muss. Ja, um vielleicht denjenigen ein bisschen, also denjenigen, die nicht so viele Ärmel gestrickt haben, von meinem Fail zu erzählen. Ich habe echt lange gekämpft mit diesem Ärmel. Erstens habe ich den Pullover zweimal nicht vollständig gestrickt, aber ich habe das Oberteil bis hierhin schon einmal gestrickt, um festzustellen, dass es mir einfach viel zu groß ist. Also bin ich eine Größe runtergegangen. Und nochmal gestrickt und dann halt den gesamten Körper bis zum Ende gestrickt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Länge so behalte oder noch länger stricke. Und dann habe ich mit den Ärmeln angefangen. Und da gab es dann auch Schwierigkeiten, weil irgendwie fand ich das unbequem, an diesem Ärmel zu stricken. Ich stricke mit 3,25er Nadeln. Dann habe ich das zuerst mit Magic Loop probiert, dann habe ich Holznadeln verwendet, dann habe ich kürzere Haya Haya oder Chiagus verwendet. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und irgendwann gesehen, man sieht das jedes Mal. Also das Maschenbild war schrecklich, einfach nur schrecklich an dem Ärmel. Also habe ich wieder den Ärmel komplett geribbelt, nochmal angefangen und jetzt sieht der Ärmel ganz normal aus. Also das Garn, muss ich sagen, ist selbst recht ungleichmäßig, was mir aber sehr, sehr gut gefällt in diesem Fall. Das ist dieses hier, Guy's Tweed, ein irisches Garn in Farbe 100. Das sieht man hier nicht mehr. Ich schaue mal, ob ich das hier noch finde, sichtbar. T33, genau, Farbe T33, also stricke ich jetzt an diesem Ärmel
Das ist sehr, ja, kann man sehr entspannt machen. Man macht alle 15 Reihen. Hier nehme ich ab. Das ist auch nicht entsprechend meiner Größe eigentlich. Wie immer improvisiere ich. Und man merkt, ich bin ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin nicht, überhaupt nicht demotiviert zu stricken. Ich möchte sehr, sehr gerne stricken. Möchte aber etwas stricken, was bald fertig ist. Und ich habe so viele große Sachen und möchte jetzt eigentlich nichts Neues, Großes mehr anfangen. Habe ich trotzdem gemacht mit diesem Marilyn Turtleneck von Fable Knitwear, weil ich unbedingt was anfangen musste. Aber ich sollte ein paar Ärmel wieder zu Ende stricken und dann den Mantel. Ja, ich würde sagen, wir wären für heute fertig. Ich trinke jetzt meinen kalten Kaffee zu Ende und wünsche euch einen schönen Freitag. Und wenn ich es schaffe, das Video heute zu bearbeiten, auch ein schönes Wochenende. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, dass ihr mich abonniert. Apropos abonnieren, ganz, 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 ganz herzlich willkommen an die neuen Abonnentinnen und Abonnenten und an diejenigen, die seit, also von Anfang an dabei sind oder später dazugekommen sind. Ich freue mich sehr. Ich werde oder ich fange auch schon so langsam an, mir zu überlegen, was gibt es zu, ja, oder was könnte ich an euch, was könnte ich verschenken, wenn wir bei 1000 Abonnenten und Abonnentinnen sind? Das wird vermutlich Garn sein. Ich habe ja sehr, sehr viel davon. Und ansonsten freue ich mich natürlich über die Kommentare, Fragen und jegliche Art von Kommunikation. Und bis zum nächsten Mal.